weg. Das waren sie. Gut. Nein, du dumme Nuss. Kann man diese Taste nicht ausstellen? Mann, ich war so weit. Oh, buh. So, okay, Ladies and Gentlemen, es ist die Frage, wie wir hier rüberkommen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht müssen wir auch einfach nur so springen. Weil. Aber wie komme ich denn darüber? Also ich weiß nicht, ob ich darüber komme. Ah, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Vielleicht hätte ich es vorher gekonnt. Oh, das finde ich echt schwierig. So, an welcher Stelle. Hier ist eine Tür. Und da bin ich ja wieder zu Hause. Also ist das jetzt richtig? Warum? Habe ich dann verkackt? Heißt das übersetzt? Oh nein! Habe ich verkackt jetzt? Wenn man so und so oft stirbt, verkackt man dann? What the hell is going on? Ich verstehe es nicht. Hä? Okay, wir haben... Stimmt! Das haben wir schon gesehen, aber wir haben es nicht aufgehoben. Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Aber können wir nochmal, wenn wir es angucken, in diese Welt gehen? Nee, können wir nicht. Hä? Aber wie kam ich denn jetzt zu dem Ziel? Also, hä? Kann es mir irgendjemand erklären? Habe ich jetzt verkackt gehabt oder war das richtig oder war das falsch? My old cap. It reminds me that I have to clean my room someday. Oh, das ist ein First Aid. Oh, komm, wir essen es. Nein, nicht wegwerfen. Essen, essen, essen. Now I'm pretty sure my dad's pranking me. I have to crack that safe. I think I need to use those colored papers somehow. Okay, cool. Gut, gut, gut. Warum sind da Pilze drauf? Oh nein, das ist dieses Einhorn-Ding. Was heißt denn Navigate? L vielleicht? Meinst du, wir kriegen noch ein Stück Code, wenn wir dieses Einhorn-Spiel zu Ende spielen? Also, wir gucken jetzt erstmal, was wir noch einsammeln können. Oh, warte mal, da hinten ist doch noch was hinter dem PC. Sarah gave it to me one day. I still prefer the real thing. Gut, das habe ich so jetzt noch nicht gesehen. Vielleicht sind ja hier jetzt noch ein paar andere Dinge, die ich so nicht kenne. Nichts Besonderes. Das kaputte Telefon, das hatten wir ja schon soweit. Irgendwas mit Peanut Butter. Was haben wir hier noch? Oh, was ist denn das? Lyrikbuch. Okay, kenne ich das? Aber war das das mit dem QR-Code? War das das Lyrikbuch? Freunde, ich teste das nochmal. Wir hatten ja schon mal einen Code ausprobiert. Ich weiß nicht, ob es das war. Wir gucken mal. Hä? Ja. Ja, ja, genau. Das war das Lied. Okay, so. Da war jetzt also kein Lied, wie ihr gehört habt, sondern Werbung vorneweg. Aber das haben wir schon ausprobiert. Komm, lass uns doch mal zu diesem Einhornbuch gehen. How to catch a unicorn. Okay, warte mal. Da hinten steht ja eine Anleitung. Wenn ich es jetzt irgendwie rumgedreht bekomme... How to catch a unicorn. Kann ich lesen? Kann ich nicht lesen. Aber vielleicht reichen die Codes. Also wir wissen ja noch nicht, ob das nicht schon reicht irgendwie. Ich fand es jetzt irgendwie so ein bisschen komisch, dass... My old trusty axe. So sad it's been gathering dust lately. Die Szene draußen jetzt so schnell irgendwie vorbei war. Ja, guck mal, das ist genau diese Pistole. Aber guck dir die doch mal an. Die ist ja... Also, wer da jetzt kein Penis hineininterpretiert, weiß ich auch nicht. Sorry, aber... Er sieht ganz stark danach aus. So. Jetzt hier nochmal den ganzen Rest an. Hier war ja noch ein bisschen was.
Und ich weiß nicht, ob wir alles... Oh, warte mal, guck mal, hier oben haben wir noch Sachen. Hier oben haben wir noch Sachen. Können wir... Pretty cute platformer. Ah! Legendary Giovanni 2 ist ja überhaupt nicht an Anlegung von Mario oder sowas, ne? Die habe ich nicht gesehen das letzte Mal. Nah, I like the first and second one. Maybe a little bit of the third one, but now it's really getting out of hand. Haben wir jetzt schon alle Spiele irgendwie in der Hand gehabt? The Mystery of the Armpit? Come on, no way this is a legitimate book. Der Mysteriose der Achselhöhle. What is it for? Why is it hairy? Also, weil... na, Haare sind ja... Also, Haare sollen ja vor... haben ja eine Schutzfunktion. Deswegen hast du ja auch Schamhaare. Und in dem Fall vielleicht die Drüsen schützen. Also, ja, das ist eine Funktion, die brauchen wir wahrscheinlich gar nicht mehr. Denke ich... Hop on a journey with some of the world's most finest scientists and uncover these and many other secrets of the human body. Und auch Sekrete. Warum haben wir Achselhaare, ne? Warum haben wir Achselhaare? Und weißt du, was ich da für ein verstörendes Bild bei Google gezeigt bekomme? Das gibt's ja schon wieder nicht. Siehst du das? Oh mein Gott. Also, Achselhaare dienen der Schweißaufnahme. Sind aber wie auch die Schamhaare sekundäres Geschlechtsmerkmal und dienen einerseits als optischer Reiz. War das nicht optischer Reiz bei euch genug? Andererseits aber auch durch bessere Verteilung bzw. ferner dient die Achselbehaarung zur Reduzierung von Reibung in den Achselhöhlen. Vor Reibung? Also ich mache ja nicht jetzt den die ganze Zeit. In den Achselhöhlen finden sich neben den ekrinen Schweißdrüsen, die bei Menschen praktisch über den ganzen Körper verteilt sind, noch die apokrinen Schweißdrüsen, die vor allem oder ausschließlich in behaarten Körperarealen, so der Achsel- und Genitalregion sowie an den Brustwarzen vorkommen. Sie produzieren unter anderem Pheromone, die über das Jacobsonsche Organ oder auch vomeronsale Organ wahrgenommen werden können und als Botenstoffe dienen. Frau mit Achselhaaren, das ist doch keine Frau. Das ist doch. Willst du mich veräppeln? Ich liebe Wikipedia. So. Zu diesem Bild hier schreibt es Frau mit Achselhaaren. Und direkt darunter siehst du Friedrich Galbeck. Also Frau. Frau Friedrich. Natürlich Achsel, sieht eher aus wie ein Achselhaar-Toupee. So, okay. Fotomodell mit Achselhaaren. So, das waren Brüste. So viel darf ich gar nicht zeigen. Sommerdress und Modern. Okay, lassen wir das. Lassen wir das. Gut, das hat sich auch wiederholt. So, Wahnsinn. So, willkommen in meinem Chaos. Aber wir lernen ja ein bisschen was heute. Liebe Achselhaare, willkommen. Achselhaare können wie Haupt- und Schamhaar in Farbe, Form und Dichte individuell sehr unterschiedlich sein. Die Ausprägung der Achselhaare ist nicht nur von der genetischen Veranlagung und vom androgenen Spiegel des Individuums abhängig, sondern auch von den anderen Faktoren wie Reibung und Klima. Oder ob derjenige ein Rasierer gefallen ist oder nicht, ne? Menschen in heißen Klimazonen weisen evolutionsbedingt in der Regel stärkere Achselbehaarung auf, da die Verdunstungskälte des dort aufgenommenen Achselschweißes der Körperkühlung dient. Das Wachstum der Achselhaare hört nicht mit einer bestimmten Haarlänge auf. Die Haare haben viel mehr... Hört nicht auf? Meinst du, du könntest dir den Zöppe unter der Achsel binden? Auch spannend. So, jetzt so. Haben wir das ganze Anatomiebuch quasi jetzt so mit einem mal durch und... Ach, was für der Gauli. Wir packen jetzt einfach mal hier jetzt den Zettel ran. Und den nächsten Zettel vielleicht auch, ja? Colored Paper. Sei nur die Frage, in welcher Reihenfolge. I don't know. Und... Oh, To-Do, Sarah Birthday. Hatten wir nicht? 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 Ah, guck mal! Hahaha, warte, wir werden jetzt das Island Painting hier vielleicht noch anmachen. Können wir nicht. To do, Sarah Birthday. Das ist der gleiche
die gleiche Klammer wie bei dem Passwort fürs PC. Für den PC. Vielleicht heißt das ja, es ist das Passwort für die ZIP-Datei Zara. Du sollst das nicht zuklappen, du sollst damit interagieren, my friend. Ah, muss ich jedes Mal das Passwort wieder neu eingeben? Oh, really? Ach nö, warum was? Wie, so, Y. Unicorn war es, ne? Muss ich jedes... Oh, aber auch cool gemacht irgendwie, dass ich jedes Mal dieses Passwort wieder eingeben muss. Also Unicorn. Die Einhörner haben es ihnen angetan, ne? Und? Ist er sicher, dass er auf Frauen steht? Also, ich meine ja nur... So. Ich glaube, es war bei Stuff to do Sarah und... Das müsste Birthday sein. Ich bin ja gespannt, was wir da drin jetzt sehen. Ob es ein Hinweis ist oder nicht. Zumindest kommen wir jetzt weiter. Das finde ich geil. Und? Is it correct? Yes! Sarah Birthday. To do. Jenny? Okay. Tracy? Okay. Oliver? Okay. Jason? Maybe. Lisa? Okay. Trevor? Okay. Buy the Buffalo Tickets? Okay. Table at Denny's? Okay. Flowers? Okay. Stuff. Unicorns Checkpoint Code, Cozy. Oh my gosh, das probieren wir. Cozy, 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 Cozy. Warte. Achso, wie kann ich das zumachen? Ich will es zumachen. Okay. Und? Cozy. Aber konnten wir nicht irgendwas eingeben? Hä? Unicode, aber... Also... Wait. Vielleicht bei How to Play? Aber kann ich auch diesen Bildschirm hier schließen? Irgendwie komme ich aus dem ja nicht mehr raus. Also, Cozy. Vielleicht müssen wir es einmal ganz normal spielen. Hier sowas springen. Und das ist so verstörend, ne? Dieses arme Einhorn. Warum? Das war falsch. Wieso kommen die eigentlich? Vor allen Dingen, wo kommen die raus? Kommen die aus den Augen oder aus dem Arsch? Das wäre jetzt auch eine sehr spannende Frage, das herauszufinden. Ich kann keinen Code eingeben. Cozy. Ich hätte gedacht... Verstehe ich noch nicht ganz. Also müssen wir da echt eine gewisse Punktzahl irgendwie erreichen? Boah, das ist ja hart. Really? In diesem Spiel... Also, dem Einhorn kommt das Blut einmal aus den Augen und irgendwo aus der Seite. Warum, wieso? Keine Ahnung. Ach, geh doch weg! So. Gut, dann holen wir die zwei jetzt erstmal ein. So, das war schon mal gut. Und wir machen das jetzt mal ein bisschen langsamer, damit wir auch irgendwie zu einem Ziel kommen. Vielleicht können wir dann ja irgendwie einen Checkpoint oder sowas eingeben. So, theoretisch müssten wir dann jetzt ja eigentlich hochspringen können. Ich muss bei sowas immer ein bisschen langsamer vorgehen. Ich bin überhaupt kein Plattformer-Mensch, ne? Das ist so ein... Ah, nein! Oh, jetzt muss ich alles einmal machen. Ich hasse diesen PC. Also diesen Ingame-PC. Ich lerne es auch echt nicht. So. Und jetzt würde ich erstmal nochmal hochspringen und... Ich muss es so ein bisschen mit Taktik machen. Dann sammle ich erstmal die zwei Regenbogenpilze ein. Wobei ich mich ja ernsthaft frage, was das für Pilze sind. Ich darf halt nur echt nicht auf eine falsche Taste kommen. Sonst bin ich einfach wieder raus aus diesem Spiel und muss alles nochmal machen. Was wir erreicht haben. Okay, so viel war es eigentlich nicht mehr in einigen Sachen. Na gut, das ist ja nicht schlimm. Du bist da jetzt nicht großartig vorangekommen. Ja, da hast du recht.
Aber das ist halt so überhaupt nicht meins. So gar nicht meins. So, den hat es jetzt, glaube ich, getroffen. Es klatscht so, als würde er sonst was mit diesem Einhorn, also mit diesem Pilz tun. So, pass auf. Ich werde jetzt hier mal rüberspringen und dann... So. Weg damit. Dann haben wir hier noch einen. Weiter runter durften wir ja, glaube ich, nicht. Das haben wir ja das erste Mal schon ausprobiert. So, jetzt sind wir an der Stelle, da waren wir noch nie. Ich habe Angst. Ich bin überhaupt kein Plattformer-Mensch. Habe ich ja gerade schon mal gesagt. Ich glaube, wir können springen. Das war gut. Wow. Weil ich bei sowas immer so mega schnell verliere. Ich falle immer runter und dann ist vorbei und dann bin ich tot und dann ist immer ein Arsch. Ah! Siehst du, oder meine Technik hat keinen Bock. Aber, ja, vielleicht klappt das. Siehst du? Genau deswegen. Deswegen mag ich sowas nicht. Weil du rutschst dann über weg. Also höchster Punkt. Ja, höchster Punkt war's, aber ich bin weggerutscht. Was für ein scheiß Spiel. Aber vielleicht müssen wir auch zu irgendeinem Checkpoint kommen. Oh, dieses arme Einhorn. Aber jetzt weißt du vielleicht, warum es auch aus den Augen blutet. Irgendjemand hat davor gesehen und hat sich, ah, du scheiß Einhorn. Leck mich am Bullermann. Ah! Da ist noch einer. So, weg. Das war sie. Gut. Nein, du dumme Nuss. Kann man diese Taste nicht ausstellen? Mann, ich war so weit. Oh, buhu. Oh. Weil ich auf die falsche Taste gekommen bin. Ohne Witz, ist jetzt alles weg und ich muss alles nochmal machen. Och, Himmel, Arschloch, Mann, das gibt's doch nicht. Scheiß Tasten, Dreckbelegung, Mann. So, das musste jetzt mal sein. Ja, aber hat sie nur zwei Tasten, weißt du? Aber das Blöde ist einfach, diese A-Taste ist so dämlich dazwischen. Das ist so überhaupt nicht meins. Ah! Okay, wir schaffen das. Vielleicht. Theoretisch müssen wir einfach nur zu dem Checkpoint kommen. Dann darf mir dieses Wort... Also muss mir dann auch einfallen. Ich darf es nicht vergessen. Ah! So, jetzt hängt das Einhorn irgendwo dazwischen. Das ist ein Zwischenhorn. Aber wie kommt denn auf sowas? Lili? So. Ich mache das jetzt wirklich ganz langsam, weil ich da so ein bisschen bescheuert bei sowas bin. Okay. So. Ist das weg? Mach das weg! Mach das weg! Mach das weg! Oh, wir haben nichts mehr. Wir haben nichts mehr. Gut. Kann ich hier drüber springen? Ah, ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr. Ich kann mich nicht kaputt machen. Sie werden mich töten. Sie werden mich töten. Sie werden mich einfach töten. Es frisst mich auf. Try again. Weil es sieht ja so aus, als müssten wir hier irgendwo bis zum Ende vielleicht kommen. Vielleicht müssen wir das ja auch durchspielen. Kann man das so sagen? Oh, Leute. Okay, dann brauche ich jetzt ordentlich Concentration. Aber dann müssen wir dieses andere Spiel bestimmt auch durchspielen. Wow, okay, dann muss mein Finger echt aufpassen, nicht wieder auf A zu kommen. Ich würde mir wünschen, dass man diese Funktion der A-Taste irgendwie ausstellen kann. So viel doofe quasi. Ach, doof, Mann. So, das sieht doch gut aus. Und jetzt jumpen wir hier drüber. Wir haben gerade gehabt. Also es sind auf jeden Fall Giftpilze. Warum das Einhorn so blutet? Keine Ahnung. Ah. Ich bin auf einen Giftpilz gelandet, glaube ich. So, der Große. Also es klatscht so, als würde man ihm den Arsch versohlen. Und ich glaube, wir können hier rüber springen. So. Der Brokkoli-Familie und... Gut, zwei auf einen Streich. Mega, mega. Brauchen jetzt ordentlich Power, Power. Ah, Vorsicht, 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 Vorsicht. Aber hier kommt doch nirgendwo ein Checkpoint, ne? Oh, Leute, ich habe Angst, dass ich sterbe. Ich habe einfach massiv Angst zu sterben. Das arme Einhorn. Das ist vielleicht das letzte Einhorn.
Savie, The Last Unicorn. War ich hier schon mal? Ist das irgendein neuer Punkt? Ich hab Angst. Das Ding ist, bei solchen Plattformen rutscht man auch immer so dämlich. Rigidum! Himmelarsch, geh weg! Dämlicher Giftpilz, ich brauche Leben, ich brauche Herzen. I need heart. So, da könnte man jetzt hin zum Beispiel. Ich will es jetzt schaffen, dass irgendwo das Ende erreicht, bitte.